und sich das Essen vom Tisch klaut, muss ich unterscheiden, ob er das in meiner Anwesenheit und oder in meiner Abwesenheit tut. Sollte der Hund vom Tisch klauen, während ich da sitze und esse, wird es eine sofortige Konsequenz für den Hund geben durch ein ganz bestimmtes, deutliches, lautes Nein, dass er dieses zu unterlassen hat. Parallel dazu würde ich dem Hund beibringen, während des Essens auf seinem Liegeplatz zu verweilen. Sollte der Hund klauen, während ich den Raum verlasse, gibt es eine Regel, ich lasse gar kein Essen auf dem Tisch stehen, sodass der Hund überhaupt nicht die Möglichkeiten hat, dort was Essbares vorzufinden. Es gilt immer die Regel, ich muss den Hund in flagranti erwischen, wenn er ein Fehlverhalten zeigt. Hinterher brauche ich mit dem Hund nicht mehr zu schimpfen. Des Weiteren darf dieser Hund auch nie vom Tisch irgendetwas bekommen. Würde ich auch meiner kompletten Verwandtschaft und meinem Freundeskreis anraten, meinen Hund bitte nicht mehr vom Tisch zu füttern. Dem Hund beizubringen, während des Essens auf seinem Platz zu liegen, kann ich mit Leckerchen, indem dass ich Leckerchen auf seine Decke schmeiße, ihm dabei das Wort Decke sage. Im nächsten Schritt bringe ich ihm bei, während des Essens dort liegen zu bleiben. Leckerchen kriegt er nur ausschließlich auf seiner Decke, auf gar keinen Fall vom Tisch. Und wenn ich den Raum verlasse und der Hund immer noch die Idee hat, zum Tisch zu gehen und nachzuschauen, dann habe ich auch noch die Möglichkeit, den Hund kurzfristig an seiner Liegestelle anzuleihen. Wichtig ist, dass er kein weiteres Erfolgserlebnis mehr hat.